Feuere Jod zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack mit Basti ist dabei. Ja, Basti. Hi, Balui. Immer wenn du mit dabei bist, da geht's mir immer richtig gut. Oh, schön. So ein bisschen zumindest. Also ich habe mich vom gestrigen Schock so ein bisschen erholt. Ja, eine Nacht ist vorbei. Und werde jetzt erstmal was. Ja, es ist eine Nacht. Wir haben eine Nacht drüber geschlafen. Ja, genau. Leute, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder so, macht euch nicht so einen fetten Kopf direkt am selben Tag, sondern genießt den Tag. Chillt euch in die Badewanne, in ein heißes Bad, gönnt euch eine heiße Dusche, macht euch keine Gedanken drüber, trinkt heißen Tee oder sonst was, chillt einfach euer Life und schlaft eine Nacht drüber. Genau, dann und sieht dann, am nächsten alles besser aus. Sieht die Welt besser aus. Man kann sich dann am nächsten Tag mit dem Problem befassen, aber ja. So ist es halt nun mal. Probleme gibt's überall. Ja. Hör mal, Louis. Ich habe gehört, du hast auch ein Problem. Ja, ich habe zur Sicherheit beim letzten Mal vor Revi und G-Time meine Rüstung verbuddelt. Irgendwo vor meinem Turm. Und ratet, was ich nicht mehr finde. Deine meine Rüstung. Oh Mann, Balui, du bist so ein Schlingel, Mann. Es gibt's nicht. Ich habe jetzt schon so viel weg und ich finde immer noch keine Kiste. Es ist in der Kiste unter der Erde und sie ist einfach. Sie ist Hokuspokus-Verschwindewurst. Balui, was habe ich gerade gesagt? Einfach eine Nacht drüber schlafen. Also, was solltest du tun? Ja, einfach ich werde eine in ein Nacht Haus drüber gehen, ich geh jetzt in ein erstmal, Bett ja. Und eine Nacht drüber schlafen. Apropos ins Haus gehen. Vielleicht hat Yves ja was gemacht. Ich bin die ganze Zeit hier draußen und gucke, ob ich meine Rüstung finde, aber vielleicht war Yves ja da. Warte, weiß die vielleicht. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und hier ist eine Kiste, Basti. Hier ist eine Kiste. Für meinen Verehrer. Hä? Wirklich jetzt? Yves. Nein, ja. Nein, nicht vorlesen. Ich will das lesen. Halt, halt. Ist das wirklich für mich? Ist das für mich? Ist das für meinen Verehrer. Schön. Nein. Okay, ich gehe nicht dran, Okay, ich gehe nicht dran. Ich bin ihr Verehrer. Verehrer, was? Ja, Karriere. Ja. Warte mal, ich muss diese Nachricht unbedingt lesen, ne? Oh Mann, ey, ohne Witz. Das brauchst du ja 5 Jahre. Da, also, ich verachte aber nur. Wir wollten, also die heutige Folge sollte eigentlich so eher gechillt werden, aber wenn das ist einfach wieder voll der Plot-Twist, weil du nichts läuft nach Plan, ne? Nee, voll geil, aber dass sie dir geschrieben hat, ist cool. Da also, bin ich jetzt echt ja nicht, mal gespannt. Vielleicht, warte, du spoilerst mich nicht. Ich rate jetzt einfach mal. Es ist ein Abschiedsbrief. Ich hab nicht reingeguckt. Du hast ja gesagt, okay. Ich soll nicht. Ich überlasse es dir. Pass auf. Ich sage, es ist ein Abschiedsbrief. Sie will das Ganze beenden und es ist dann sozusagen einfach vorbei. Oder was? Ja, aber sie ist ja zur Rebellion gegangen. Also ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Also wer letzte Folge nicht gesehen hat, guckt euch die unbedingt an. Der Craft Attack News Anzeiger hat nämlich einen Zeitungsartikel darüber geschrieben. Könnt das sehen? Ja, dass sie weg ist. Ja, dass Yves zur Rebellion ist. Ne? Ja. Und jetzt hat sie anscheinend geschrieben. Balui, wo bist du? Wo in ist meinem die Nachricht? Türchen. Da rechts, rechts. Wenn du reinkommst, rechts. Hier. Rechts. Hier! Ja. Oh! Oh. Und eine gelbe Blume! Oh, gelbe Blume ist immer ein gutes Zeichen gewesen bisher. Balui? Ja? Pass auf. Du guckst zuerst rein und sagst mir einfach nur, ob ich mir Sorgen machen muss oder nicht. Okay, Basti. Okay. Also. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Hier. Es ist auf jeden Fall nicht negativ. Okay. Lieber geheimer Verehrer, gerne nehme ich das Angebot eines Treffens wahr. Yay, wir haben das Picknick nicht umsonst vorbereitet. Mittels Brieftaube, damit wir weiteres besprechen können. Bitte tragt als Erkennungszeichen diese gelbe Blume in freudiger Erwartung Yves. Nein, Alter, wie kann das sein? Oh. Alter, Balui, das passt doch gar nicht zusammen. Sie geht zu Revi, da muss irgendwas. Gib mir mal die gelbe Blume, bitte. Balui, weißt du, was mir gerade einfällt? Erinnerst du dich an die Sache mit Marina Choice auf YouTube? Oh, ich glaube nicht. Erinnerst du dich nicht daran? Nein. Weißt du nicht, was das ist? Nein. Das ist doch die so tat, als ob sie entführt worden ist. Ach du, ach dachte, die, ich wusste den Namen nur nicht zuzuordnen. Jetzt, ja, klar.
vielleicht wurde Eve ja auch entführt und sie, das ist ein Hilferuf oder so irgendwas. Dann würde das alles zusammenpassen, Baloo. Wir müssen uns auf die Suche nach ihr machen. Wir müssen sie suchen, Baloo. Wir müssen zur Reptilion kommen. Ja, hier, also, bitteschön. Also hingehen einfach mal. Das ist jetzt ein Unikat. Es kann nicht mehr gefaked werden. Gelbe Blume. Nice. Ich denke, Baloo, das ist der beste Name für die Pflanze. Pass auf, pass auf. Wir werden mal ganz kurz einfach ein bisschen kombinieren. Wo könnte die Rebellion sein? Also, wir machen uns jetzt wirklich auf den Weg. Wir gehen jetzt Eve befreien. Oder zumindest mal gucken, was heißt befreien? Ihr da geht. Einfach nur gucken, ob alles in Ordnung ist, würde ich vorschlagen. Ja, 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 Basti, das kann gefährlich werden, ne? Du weißt, dass dann, also ich nehme alles in Kauf. Du weißt, dass ich für sie alles in Kauf nehme. Basti, aber ich habe nicht meine gute Rüstung. Basti, die ist verbuddelt in meinem Garten. Dann werden wir mal zusammen streamen und dir eine gute Rüstung wieder organisieren, okay? Weil ich brauche auch eine. Baloo, das ist doch ein Deal, oder? Komm, Baloo, warte mal, erinnerst du dich noch an die eine Folge, wo Revi, Revi war schon mal im Exil. Also, bevor die jetzige Rebellion. Stimmt, jetzt wo du sagst, war er ja schon mal. Klar. Da war er auf einem Berg. Da war ich sogar schon mal, da bin ich ihm hinterhergeschlichen und ins Bett gelegen. Komm, wir gehen da mal hin, vielleicht gibt's da irgendwelche Hinweise. Ich weiß noch, wo das ungefähr ist. Komm mal mit. Sofort. Ich wollte nur eben Bogen mitnehmen. Zur Sicherheit. Weißt du, man weiß ja nie, was so auf einen erwartet. Es gibt nämlich, also es gibt für mich zwei Anhaltspunkte. Es gibt für mich einmal Skates Banner. Weißt du noch? Warte, hier hast du Essen. Hier hast du Essen, Baloo. Ja. Ja. Da bist du. Ja. Dankeschön. Baloo, es gibt zwei Anhaltspunkte. Puh. Einmal das Exil von Revier. Ja, das Exil. Und einmal, in der letzten Folge haben wir ja den Banner von Skate gefunden. Und Skate ist ja in einem Winterbiom. Also ich würde sagen, wir gehen zuerst zu Revis altem Exil, weil wir wissen ja, dass die Rebellion in einem Schneebiom ist. Das wissen wir. Wir gehen jetzt einfach mal zu Revis altem Exil. Weißt du, wo das ist? Hinter Revis Haus, irgendwo auf einem Berg. Okay. Das kriegen wir hin, oder? Das finden wir doch irgendwie. Ich meine, komm, das Baloo, wir haben schon so viel miteinander durchgestanden. Dann schaffen wir das auf jeden Fall auch. Wuhu! Ey, ohne Witz, meine Euphorie lässt sich gerade. Also, ich weiß nicht, gut. Ich muss wissen, ob es Eve gut geht. Das ist das Wichtigste. Hoffen wir mal. Und dann muss man überlegt handeln. Nicht einfach reinstürmen und sagen, hallo, hier sind wir, weil vielleicht bringen wir sie dadurch ja in Gefahr. Basti, vielleicht sollten wir überlegen, das ganze Picknick nach da hinten hin zu verlegen. Ins Schneebiom? Naja, auch Schnee kann romantisch sein, so im Matschschnee zu sitzen. Stimmt. Nein, aber ich meine, wir müssen uns ja irgendwas überlegen, wenn Eve da hinten, also ich weiß es nicht, wenn sie wirklich eine Gefangene ist, dann müssen wir uns überlegen, wie wir sie befreien. Ich bin am. Ja, das stimmt. Aber wir müssen erstmal die Rebellion finden. Den Stützpunkt müssen wir finden. Wenn wir den Stützpunkt haben, dann können wir definitiv mehr machen. Wir schaffen das. Irgendwo, also ist meine irgendwo Meinung. So schräg links, meine ich, unter den Hängen her, müsste das eigentlich sein. Ja, glaube ich auch, ja. Ah ja, hier. Also ich erinnere mich, weil ich bin ihm einmal hinterhergelaufen. Das weiß ich noch. Und dann habe ich ihn erschreckt. Da lag ich im Bett und er hat einen Lachkrampf gekriegt. Ja. Das weiß ich noch. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Es war. Ah, ich weiß nicht. Bisher sehe ich keinen Schnee, ey. Nee, überhaupt nicht, ne? Aber guck mal, hier ist eine fliegende Insel und da hat sich jemand hochgebaut. Das siehst du das? Sieht schon mal so aus, als wenn das hier nicht mehr ganz. Ja, ich erinnere mich an diese Gegend. Da gehen wir mal weiter. Hier gehen wir mal weiter. Sieht. Okay. Alles, also ich war noch nie hier so weit draußen. Ganz ehrlich, ich bin in Craft Attack bisher immer in der Stadt geblieben. Ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass mir was passieren könnte, wenn ich rausgehen könnte. Hier ist Workbench. Es kann ja auch sehr viel passieren hier. Das steht auf jeden Fall fest. Oder hinten liegt Schnee. Ich sehe Schnee am Horizont. Was? Glaubst du, dass es hier vielleicht ist? Also ich weiß, wo der alte Stützpunkt ist. Alter, guck dir mal diesen krassen Lavafall an. Ich liebe ja Lava, ne? Ich bin hier tatsächlich Hammer. Einmal gestorben. Ja, du bist ja unser Feuermagier, ne? Ja. Baloo, wir sollten mal zusammen Zauberfestspiele machen. Wir könnten Noah um Hilfe fragen. Oh, dass er uns da unterstützt vielleicht. Ja.
Und da würdest du ihm mit. Guck mal hier. Guck mal, das ist Revis altes Ding. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Meine komm, Füße Balui. Sind nicht mehr. Du bedenkst daran, dass ich schon ganz schön alt bin, ne? Ja, Balui. Schau mal hier, mein weißer Feuermann. Warte, hier. Ich muss erst was essen. Ich komme so nicht mehr so aus der Atem, ey. Balui. Junge. Schau mal hier. Schau mal da hoch. Was ist da? Siehst du das nicht? Nein, auch meine Augen sind nicht mehr die besten. Ah, ja, stimmt, du bist weitsichtig. Junge, ich bin alt vor allen Dingen. Ich bin ein alter, weißer Magier. Guck mal. Ach, ey, ich wollte einen Balui-Funland bauen, damit ich nicht so weit laufen muss. Ach, krass, guck mal, hier ist auch ein Schneebiom. Vielleicht ist es ja tatsächlich hier in der Nähe. Wow, das sieht aber schön aus. Schau mal da oben auf diesem Berg. Hey, Basti. Ja? Also Feuer und Schnee, ne? Das ist so eine Sache, die sich eigentlich ein bisschen ausschließt. Ja. Ich habe da ein bisschen Problem mit. Ich weiß nicht. Ich frag mich also, kennst du die Serie Game of Thrones? Das Lied von Feuer und Eis? Ja, schon. Das ist doch der Wahnsinn. Guck mal hier. Hier war Revi. Das ist sein alter. Meine zittrigen Knie, ne? Alter. Balui, Mann, du alter Mann. Ach, komm, es tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel ausmacht, so eine Expedition mit dir zu unternehmen. Nein, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, du hilfst mir bei meinem Problem und ich dachte, du wolltest mir. Danke. Junge. Ich werde dich dabei unterstützen, hier diese Reise zu überleben. Guck mal, hier kommt man hoch. Aber wir wissen ja, dass es in einem Schneebiom ist. Komm mal mit. Glaubst du, dass es vielleicht weiter hinten ist? Was glaubst du, Balui? Ist das Wasser? Ja. Komm. Nein. Schaffst du diesen Sprung? Och Mann, Balui, du alter Mann. Okay, ich werde es Balui, probieren. Ich werde auf keinen Fall ohne dich losziehen. Junge, ey, also meine alte Knochen, du machst echt viel mit mir, fast wie Bungee-Jumping. Das habe ich in meiner Jugend mal gemacht. Was sagt deine Nase, Balui? Was sagt dein Gefühl? Meine Nase hier sagt, ich will mir mal dieses Biom angucken. Okay, toll. Warte, lass mich mal, das ist jetzt echt. Also ich denke für meinen Teil, dass wir hier mehr nach links müssen. Hier ist nämlich mehr Schnee und Eis. Ich glaube, wir haben nichts von Eis gehört. Nee, von Eis haben wir nichts gehört. Weißt du, mich wundert auch, ich habe auch vorher nichts von Revi seinem alten Exil gesehen. Also irgendwie. Oh, schau mal. Das sieht ja krass aus, wie hier einfach kein Schnee liegt. Wow, ja, aber diese Gegend hier ist einfach atemberaubend. Schön hier, ja. Weißt du, mich erinnert es jetzt so ein bisschen so an der Herr der Ringe, an Neuseeland. Durch die Berge streifen und dazu die Musik. Aber die waren auch jünger, wobei, warte mal, Gandalf war ja gar nicht so jung. Och Mann. Och, Balui, wir sind auf Reisen. Wow. Ja, wir sind die Wir sind die Gefährten. Die Gefährten, ach, Balui, genau. Da hatten wir ja mal ein Projekt zusammen. Ne? Stimmt, wir hatten ja mal Gefährten. Aber da haben wir auch nicht einmal zusammen was gemacht. Nein, das war echt schade. Oh, Basti, das hier sieht alles. Ey, soll ich was sagen? Glaubst du? Ich habe so langsam kriege aber auch ein bisschen Angst. Es wird dunkel, ja. Ja, siehst du denn, wie die Sonne an dem Berg hängen untergeht? Ja. Ja, wir müssen weiter, es nützt ja nichts. Und zusammenbleiben, wenn nachts die Orks auferstehen. Ja, fast. Ja, fast, ne? Alter Schwede. Boah, das ist hier so atemberaubend. Krass. Aber dass die so weit draußen sind. Natürlich, hier verschlägt sich keine Menschenseele hin. Glaubst du, hier geht's weiter? Kommt man da vorne irgendwie durch? Tatsächlich. Ja, wir sollten. Das ist. Oh. Du bist aber echt mutig, Basti. Komm. Warte, ich muss Licht anmachen. Ich habe einen Feuerzauber für Beleuchtung. Ich auch. Ich habe Feuer einfach. Das stimmt. Vorsicht, Basti! Alles gut, ich lebe noch. Ich lebe noch, Balui. Basti, wenn ich Licht mache, ich kann mich immer nur auf einen Zauber konzentrieren. Guck dir mal diesen fetten Lavafall dort hinten an, Balui. Hier könntest du deinen Feuertempel auch noch errichten. Nee, du weißt, Eis und Feuer und so, ne? Ja, was meinst du, wo müssen wir lang? Tja.
Also eigentlich würde ich sagen, wir sind schon nah dran. Oh, ist das ein hier so ein neues Dingsens? So ein neues Skelett? Neues Skelett? Ja, guck mal, das ist kein normales Skelett, das ist ein Tusk oder. Stimmt, das ist ein Eiswanderer. Ja, das hat mir. Ja, das hat. Oh, die weißen Wanderer! Palui, wir sind hier wirklich in Game of Thrones angelangt! Nein! Aber Basti, wir sind. Oh! Ist das. Warte mal, ich. Entweder täuscht mich hier alles, oder? Da hinten ist Licht, aber es könnte Lava sein einfach. Ja, ja, das könnte Lava sein. Aber es ist Licht. Glaubst du, wir sind auf dem richtigen Weg? Oh Mann, diese weißen Wanderer. Vor denen habe ich echt ein bisschen Angst. Puh. Nee, wir sind noch nicht, also. Dann komm mal mit. Bist du noch da? Mein treuer Gefährte, pass auf. Ich werde dich nicht zurücklassen. Ja, ich merke das schon. So viel zum Thema, du würdest mich nicht zurücklassen, also. Ja, oh, ein Mini-Zombie. Au! So. Achtung, Creeper hinter dir. Okay, bloß weg, bloß weg. Meine Zauber sind gerade nicht die. Nein! Lässt du mich schon wieder alleine? Leg dich hoch! Oh, Achtung! Woo! Alter! Ich wusste, dass du mich alleine lässt. Ich wusste es einfach. Ich bin einfach so aufgeregt. Nein, ich werde dich niemals alleine. Das kann nicht sein. Lassen, du kannst ein bisschen konzentrieren, solltest dich schon. Ja, was passiert, wenn ich sterbe? Nein, du stirbst nicht, Baloo. Du wirst nicht sterben. Niemals. Niemals wirst du sterben, Baloo. Oh Mann, Alter, das ist. Ach, ich frag mich, wo das hier weitergeht. Ich frag mich, wo das lang geht. In welche Richtung bist du gelaufen? Hier da oben bist du hoch. Ah. Oder hättest du einen anderen Weg vorschlagen? So, nee, gerade nicht. Überhaupt nicht. Warte mal. So. Ja, doch, wir müssen über diesen Hügel, würde ich sagen, noch. Über den da? Über den hier geradeaus. Ja, pass auf, dann gehe ich mal hier rüber. Baust du uns eine Brücke? Ja. Das ist darf gut. Nur kein Skelett kommen. Oh, ist das spannend. Guck mal hier. Wollen wir die wieder abbauen, der Ordnung halber? Wenn du möchtest, darfst du es gerne machen. Ich bin ein Freund der Natur und das darf einfach nicht so aussehen. Aber Basti... Aber wir brauchen einen Rückweg, ja? Ich denke, wir müssen... Wir sollten hier vielleicht unser Nachtquartier aufrichten. Das wäre eine gute Idee. Ich mag es nicht, bei Nacht Grab dich mal hier in den Berg. Grab dich mal in den Berg. Oh Mann. Also ich sende jetzt mal eine Nachricht an unsere Brieftauben. Und unsere Brieftauben, die sind ja unter unseren Videos in den Kommentaren, ne? Und die können ja mal die Nachricht verbreiten, ne? Dass Rettung naht. Ja, der Rettungsteam ist unterwegs. Verbreitet die Nachricht, die Rettung naht. So, Basti. Und dann sehen wir uns nach dieser Nacht wieder. Genau, wir schlafen jetzt eine Runde und dann geht's weiter. Wir haben keine Betten mit. Och nein, jetzt muss ich auf dem harten Boden schlafen, Basti. Och, Louis, was machst du eigentlich durch. Mit mir? Was habe ich davon? Ich will doch nicht Eve haben. Aber Baloo, ich werde alles für dich tun, damit du auch glücklich bist. Oh, es zieht. Es tut mir leid, ich mach das jetzt zu. Das ertrage ich nicht. Bis dann, Leute. Du schuldest mir was. Ciao. Auf jeden Fall. Gute Nacht.